Ich möchte Sie jetzt mitnehmen, Ihnen die neuen Details und die neuen Eigenschaften an den Industriesektionaltoren der Baureihe 60 zu zeigen. Die hohe Torlaufgeschwindigkeit der Tore von bis zu 1 Meter pro Sekunde ist natürlich nur erreichbar, wenn die Technik, die sich im Inneren befindet, die Zarge neu gemacht worden ist. Eines der Details ist der Radius, der ja sich im Übergang der Senkrechten zur Waagerechten befindet. Der zweite Aspekt ist das, was dann in den Führungsschienen sich bewegt. Das sind die Laufrollen, die hat man vergrößert von 45 auf 47 mm Durchmesser und damit eine bessere Laufstabilität in der Führung und ein geringeres Schlagen auch in der 49 mm Innenschiene praktisch damit erreicht. Hier sehen wir nochmal Laufrollen mit einer Zwei-Komponenten-Ummantelung. Das heißt, die sind nochmal dann besonders leise in der Laufgeräuschentwicklung. Da ist dann auch im Rollenhalter nochmal auch eine Kunststoffhülse, die Geräusche reduziert. An den unteren Punkten haben wir jetzt mittlerweile standardmäßig auf beiden Seiten eine Aufschiebesicherung schon vorgesehen und vorgerichtet mit den Muschelstanzungen und auch im Aufsatz- und Mitnahmestück enthalten. Und wir haben damit auch die Vorrichtung schon für die einbruchhemmende Klassifizierung RC2, dass also Tore unten nicht ungewollt einfach angehoben werden können. Bei diesem Tor möchte ich Ihnen die Besonderheit überhaupt der Baureihe 60, das Highlight, vorstellen. Das ist der L-Beschlag. Und das Besondere jetzt hier bei dem Tor ist, man hat im vorderen Bereich den Umlenkpunkt mit der Kette weiter nach vorne verschoben. Und man hat eine spezielle Konsole im vorderen Bereich entwickelt, die das Torblatt im unteren Bereich jetzt so hoch zieht, dass wir bei den Toren definitiv keinen Durchfallshöhenverlust haben. Das heißt, wir haben Tore mit 200 mm Sturzhöhe ohne Verlust. Wir haben hier drei Tore aufgebaut. Einmal außen unsere Baureihe 50 mit dem WA400 und der B460 und in der Mitte und außen die neuen Anlagen mit WA500 FO, wobei Sie dann sehen werden, dass das 560 eben das Tor ist mit der maximalen Torlaufgeschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde. Die beiden anderen Tore sind von den Geschwindigkeiten eher vergleichbar. Es gibt aber trotzdem einen Unterschied, der auch deutlich wird beim Anlaufen, dadurch, dass wir modernere Prozessoren haben, die ganz einfach das elektronische Signal in der auch neu ausgelegten Mechanik umsetzen und damit wird ganz einfach auch der Start schneller ausgelöst.